Unser heutiger Kletterheld lebte den Geist des Freikletterns lange bevor Albert Gülich und Co. überhaupt geboren waren. Paul Preuß war ein Spitzenalpinist mit revolutionären Grundsätzen seiner Zeit, in der Berge mit Leitern, Haken und einer gehörigen Portion Arroganz bestiegen wurden. Der 1886 in Österreich geborene Spitzenalpinist bewältigte in seinem kurzen Leben über 1200 Bergtouren, von denen einige die schwersten ihrer Zeit waren und so manche Erstbegehung wurde erst Jahrzehnte später wiederholt. Der eloquente Biologe erfuhr aber auch viel Ablehnung. Als Jude war ihm das Promovieren nicht gestattet und er konvertierte zum Christentum. Seine jüdische Herkunft machte ihn beim Alpenverein unbeliebt und auch das dürfte ein Grund sein, weshalb er lange Jahre nicht den Ruhm erhielt, der ihm zustand. Denn seine 6 Klettergrundsätze beinhalteten Gedanken, die auch heute noch Einfluss und Gültigkeit haben, wenn auch manche etwas überholt sind. Sein Streben nach Sicherheit half aber wenig. Im Alter von 27 Jahren stürzte er bei einer Solobegehung am Mandelkogel ab. Seine Leiche wurde erst 11 Tage später gefunden und so verließ ein weiterer Spitzenalpinist diese Welt viel zu früh. Wenn ihr mehr über die 6 Klettergrundsätze wissen wollt, findet ihr sie mit Erläuterungen in der Caption.